Schönen guten Sonntagmorgen hier am 6.6. des Jahres 2021. Eigentlich wollte ja auch um 6.06 Uhr hier sein, aber da war noch ein bisschen früh und die Luft war feucht. Wie wir hier sehen, hat sich hier einiges weiteres getan und ich werde jetzt gleich hier einfach mal weitergehen. Wir sind hier jetzt an der Emil-Weidt-Straße und wir sehen also, dass hier die Halde modelliert ist. Die Bäume sind auch versetzt. Ich kann noch einmal hier an dem Bürgersteig entlang gehen und natürlich obligatorisch der Schacht 4. Heute natürlich bei bedecktem Wetter. Nun befinde ich mich mittig hier an der zentralen Achse. Am Eingangsbereich direkt an der Zufahrt, die ist schon eingefasst mit den grauen Steinen, Drainage ist auch gelegt, die Lampen rechts stehen, insgesamt sind dort 5 große Lampen untergebracht, die Bäume sind hier auch weiter versetzt worden und hier vorne zur Linken steht bereits der Mast, auf dem die LED-Leuchten angebracht werden, um das Hollandschild dann auch zu illuminieren. Ein Stromverteiler, den haben wir hier vorne auf der linken Seite. Ich zoome mal jetzt mal hier durch. Bedeutet also, dass hier die Achse natürlich auch noch aufgepflastert werden wird. Genauso wie hier zur rechten der Fußweg. Und zur linken der Fußweg. Die U-Bahn ist hier nicht zu erkennen, die liegt hinter der Halde. Und dort haben wir auch bereits einen Mülleimer, blau noch eingehüllt. Und die Protego-Einrichtung steht dort direkt am Schachtdeckel angebracht. Aus der ich gerade gekommen bin, ihr seht dort also, wenn ich mir das anschaue, dieser Wildwuchs dahinter auf dem Gelände, wo jetzt zum Beispiel die Halde ist und alles andere, ist das total abgetragen worden. Die Wurzeln sind gerodet worden. Da muss auch noch was passieren. Ähnliches hinten, wenn ich da rumgehe und sehe die Schrägpfeiler. Dann haben wir da hinten auch in Richtung Lürenstraße noch schöne Bäume zu stehen, die können auch stehen bleiben, nur was dazwischen wächst, die Brombeeren und alles andere, das müsste entfernt werden. Langsam aber sicher wird auch der Hügel wird grün und im Endeffekt unten die Bepflanzung ist auch angewachsen. Das liegt eben halt am super Wetter hier, was wir momentan hier haben. Nicht nur in Wattenscheid, sondern glaube ich in ganz Deutschland. Und ich schaue mal, dass ich das hier nochmal drauf bekomme. Und hier nochmal den Mast, auf dem die LED-Leuchten aufgebracht werden. Ein bisschen meiner Kenntnis nach entzieht sich da die Kerbe, indem der steht, auf dem die Schachtkoordinaten von Schacht 3 halt auf dem Schild stehen. Mal schauen, was damit noch passiert. Wie bereits gesagt und auch geschrieben, haben wir eine Lore in Aussicht. Wir wollen mal schauen, was sich daraus ergibt. Wir haben auch schon jemanden, der sich bereit erklärt hat, das Teil dann zu entrosten und schwarz zu lackieren, um dann im Endeffekt vielleicht auch entsprechend Logos aufzubringen. Wer weiß, was sich daraus dann ergibt. Zu linken, wo der Bagger steht, ist halt hier im vorderen Bereich noch der Stromkasten. Dahinter die kleine Halde und dort, wo Schotter und Sand liegt, dort wird der Gastronomiebereich dann eingerichtet werden. Da sagen wir aber auch nichts zu, aus dem ganz einfachen Grunde, das wird Herr Mathieu Knepper dann selbst mitteilen, was er dort gedenkt zu tun
und wie das Ganze organisiert werden soll. Dort hinten stehen natürlich dann auch noch dementsprechend weitere Stromkästen und die grünen und schwarzen Rohre für die Abwasser- und Zuwasserleitungen. Befinde ich mich am hinteren Bereich auf dem Gelände der Druckerei und an der Bühne. Wie wir sehen, ist die Bühne aufgepflastert und zur Linken auch mit einem Stromkasten versehen, der natürlich dann dafür sorgen wird, dass hier genügend Strom vorhanden ist. Und einmal rauf. Also wer hier, und andauernd sage ich es, wer hier auf dieser Bühne spielt, wird seine wahre Freude haben. Dort nochmal zur Böschung. Wir schauen mal auf die Treppe. Oben sehen wir neben den Fahrradständern bereits die Gitter für die Gabionenwände, die dort dann hinkommen werden. So, ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. Ich kletter jetzt hier nicht nochmal hier durch die Büsche hoch, da sind Rosen und so weiter und so fort. Und ich habe leider eine kurze Hose an, oder ist auch besser gesagt, ganz gut bei dem Wetter. Dann wird die untere Hälfte der Hose dann nicht nass, wenn es regnet. Und mit meinen Schlappen habe ich da auch keinen Nerv, da reinzugehen. Ich wünsche allen noch einen vergnüglichen Sonntag, wo immer ihr seid. Macht einfach das Beste draus. Glück auf vom Hans-Köster-Schacht 4. Der ehemaligen Großzeche Holland hier bei uns im schönen Wattenscheid, dem Herzen des ehemaligen Kohlenpottes und jetzigen Ruhrgebiets. Glück auf! Vor langer Zeit, es war einmal ein Förderturm gebaut aus Stahl, Symbol der Heimat strahlt im Farbenlicht. Ein alter Kumpel steht davor, Schachtsignale noch im Ohr, sagt Glück auf, dass er leise zu sich spricht. Zeche Holland, Wattenscheid, der Turm schafft hier schon lange Zeit, trotz Wind und Wetter, jedem Regensturm. Ein Denkmal der Vergangenheit, erhalten für die Ewigkeit, gewaltig stolz und schön der Förderturm. Gewaltig stolz und schön der Förderturm. Von Kohlenzechen und Betrieben, oftmals nur der Turm geblieben, Schicht im Schacht, die Kumpelzeit vorbei. Manchmal der Wind die Räder dreht, dass man aus der Ferne sieht, der Kumpel stolz, für manche auch ein Grab. Zeche Holland, Wattenscheid, der Turm schafft hier schon lange Zeit, trotz Wind und Wetter, jedem Regensturm. Ein Denkmal der Vergangenheit, erhalten für die Ewigkeit, gewaltig stolz und schön der Förderturm. Gewaltig stolz und schön der Förderturm. Zeugen unserer Zeit, vergesst sie nicht. Des Bergmanns Gruß, die letzte Schicht. Zeche Holland, Wattenscheid, der Turm schafft hier schon lange Zeit, trotz Wind und Wetter, jedem Regensturm. Ein Denkmal der Vergangenheit, erhalten für die Ewigkeit, gewaltig stolz und schön der Förderturm. Stolz.
trotz Wind und Wetter, jedem Regensturm. Ein Denkmal der Vergangenheit, erhalten für die Ewigkeit, gewaltig stolz und schön der Förderturm. Gewaltig stolz und schön der Förderturm. Gewaltig stolz und schön der Förderturm.